Heute geht es mal um effektives Lernen auf der einen Seite gegen Perfektionismus auf der anderen Seite, die 80-20-Regel oder das sogenannte Pareto-Prinzip und was es damit auf sich hat. Viel Spaß dabei! Das Pareto-Prinzip selbst geht zurück auf den italienischen Ökonomen Vilfredo Pareto. Da habe ich dir im Text mal einen Link zu Wikipedia eingefügt. Kannst dich ein bisschen informieren, was der so gemacht hat. Tut hier auch nichts weiter zur Sache. Und das Pareto-Prinzip selbst besagt allerdings, dass Unternehmen mit 20% ihrer Zeit 80% ihres Umsatzes erwirtschaften. Heißt im Umkehrschluss, mit 80% der Zeit werden lediglich 20% des Umsatzes erwirtschaftet. Das ist also ökonomisch unvernünftig, sowas zu machen. Und deswegen sollte man sich wirklich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, also 20% der Zeit nutzen, um 80% des Umsatzes zu generieren. Und bei dir gibt es natürlich keinen Umsatz, aber es gibt Noten. Und das heißt also, du solltest dich wirklich auf das Wesentliche, auf das Wichtigste konzentrieren. Es kann durchaus sinnvoll sein, nochmal 80% der Zeit für 20% von was zu investieren in bestimmten Berufen. Ich sage mal, wenn ein Chirurg ist, der sollte natürlich Perfektionist sein, sollte alles so gut wie möglich machen, um keine Narben zu hinterlassen. Für uns als Schüler bzw. Studenten trifft das natürlich nicht zu. Wir sollten uns erstmal auf die wichtigen Dinge konzentrieren. Und da will ich dir heute nochmal ein paar Tipps und Hilfen geben. Fangen wir an mit dem typischen Aufbau einer Klausur. Es gibt die sogenannte Einserbremse, den Themenbereich Neues Gebiet. Das sind 10% der Notenpunkte. Und um dich darauf vorzubereiten, wirst du ungefähr 50% deiner Zeit beanspruchen müssen. Ist also gemäß dem Pareto-Prinzip ökonomisch unvernünftig. Und deswegen würde ich dir empfehlen, nutze die 50% deiner Zeit zunächst mal für die drei anderen Themengebiete, die 90% der Notenpunkte ausmachen. Ja, welche Gebiete sind das? Also es fängt an mit der Reproduktion, einfach spures Auswendiglernen. Das macht 40% der Notenpunkte in der Klausur aus. Danach kommt die Reorganisation. Das macht 30% der Klausurpunkte aus. Und zum Schluss noch der Transfer. Das sind dann 20%. Ja, jetzt ist es eben so, du kannst mit 50% der Lernzeit 90% der Punkte holen, wenn du alles richtig machst. Macht kaum jemand. Aber ich sag mal, 70% der Gesamtpunkte kann man damit holen. Das heißt also, du hast eine 3 mehr oder weniger sicher als Endnote. Und wenn die drei anderen Teilgebiete sitzen, dann kannst du dich durchaus um das Themengebiet Neues Gebiet kümmern, keine Frage. Aber ich empfehle dir, kümmere dich erstmal um das Wesentliche. Das, was ich hier sage, soll in keinster Weise ein Alibi für dich sein, um schlampig oder nachlässig zu lernen. Ich will dir lediglich sagen, kümmere dich erstmal um die wesentlichen Sachen, dass du vernünftige Noten schreibst im 2er- bis 3er-Bereich. Wenn du noch Zeit hast, kannst du selbstverständlich wirklich nochmal nachlernen, sodass auch mal eine 1 dabei ist. Nur es bringt dir relativ wenig, wenn du im einen Fach wirklich in Perfektion lernst, eine 1 schreibst. Eine Woche später findet eine Klausur im zweiten Fach statt, wo du dann eine 5 schreibst, einfach weil du nicht mehr genug Zeit hattest. Und es kommt darauf an, dass du die Sachen ordentlich machst. Perfektion kann sein, muss aber nicht. Ich habe es ja selber schon mal gesagt, in meiner Weiterbildung habe ich selber 2 Fünfen geschrieben, trotzdem erfolgreich abgeschlossen und darauf kommt es an. Frag an der Arbeit mal deine Vorgesetzten, Abteilungsleiter, Abteilungsleiterin, wie auch immer, ob die während dem Studium nicht auch mal eine 5 geschrieben haben. Und ich sage mal, Durchmarsch und Perfektion, das schafft eh kaum jemand, das braucht man auch nicht. Ja, dazu mal ein Praxisbeispiel von meinem Blog. Also ich schreibe meine Artikel mit einem Standard-Textverarbeitungsprogramm, was du aller Wahrscheinlichkeit nach kennen wirst. Und das zeigt mir direkt die Rechtschreibfehler an. Das heißt also, dadurch kann ich schon mal sehr viele Rechtschreibfehler ausmerzen, kann dafür sorgen, dass die nicht mehr in meinen Artikeln sind. Und wenn ich einen Artikel fertig geschrieben habe, dann lese ich mir den nochmal durch. Gucke, Kommafehler, Ausdrucksfehler und auch andere Rechtschreibfehler, die das Programm vielleicht übersehen hat. Und danach lese ich mir den Artikel nochmal durch. Finde immer noch so ein bisschen was. Und ich bin der Meinung, durch die Rechtschreibkorrektur und das zweimalige Prüfen habe ich 95-98% der Fehler ausgeschlossen. Wenn da noch Rechtschreib-, Zeichensetzung oder auch Ausdrucksfehler drin sind, kann ich damit leben, habe ich kein Problem mit. Weil mir geht es darum, dieser Blog ist was Praktisches. Ich
will euch meine Praxiskenntnisse helfen, die Weiterbildung zu bestehen. Und da brauche ich einfach keine Perfektion. Es geht um die Inhalte. Wenn da ein Kommafehler ist, ist das kein Problem, sondern es geht um das, was ich schreibe. Du merkst ja in meinen Videos, stellenweise sind die Videos auch nicht so hundertprozentig ausgeleuchtet. Ich habe mal einen Verhaspler drin, lass den drin. Die Bildqualität ist nicht die perfekteste. Die ist okay, gut, aber eben auch nicht mehr. Und deswegen kann ich immer nur sagen, kümmere dich darum, dass du die Sachen ordentlich machst. Perfektion ist meiner Meinung nach stellenweise zu viel. Ja, ansonsten so viel dazu. Das war meine Meinung zum Thema, meine Tipps und Hinweise. Ich freue mich auf Kommentare von dir im Kommentarfenster. Bedanke mich fürs Einschalten und bis nächste Woche.